Herzlich willkommen zusammen zu einem neuen LS25 Video. Ja, ihr fragt euch sicherlich, wie ist es denn im LS25, wenn ich hier einen Stall baue, dass ich meine Weide so groß ich möchte zeichnen kann. Wie funktioniert das? Was muss ich dabei beachten, dass sie dann gleichzeitig auch von der Weide tatsächlich fressen können? Und wir schauen uns das Tiermenü hier auch noch ein bisschen genauer an. Also prinzipiell ist es ganz einfach. Ihr geht einfach ins Baumenü unter Bauen. Ihr habt ja den Punkt Tiere und ihr könnt hier zwischen allen Tieren einmal durchschalten. Und ich fange jetzt einfach mal mit Kühe an. Da gibt es prinzipiell einfach so eine reine Kuhweide. Die würde so ausschauen. Das ist einmal so der Standard. Haben wir hier einen Stall. Einen größeren Stall. Noch einen größeren Stall und hier unten dann sogar der ganz große Stall. Ach, da habe ich jetzt zu wenig Geld und prinzipiell, die haben alle, wie ihr es da vorne erkennen könnt, eine vorgeschlagene Weide standardmäßig mit dabei. Die müsst ihr aber nicht nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal einen kleineren Stall, weil im Endeffekt ist es egal, welchen Stall ihr nehmt, es ist für alle Ställe komplett gleich. So, wir bauen den jetzt einmal hier vorne so hin. Wenn ihr den platziert, dann werdet ihr gefragt, möchtest du den Zaun für den Kuhstall anpassen? Jetzt klickt er ja oder nein. Wenn ihr nein klickt, dann wird es original, wie es gerade vorgezeichnet war, verwendet. Sage ich aber ja, ich möchte ihn anpassen. Und dann seht ihr hier, jetzt haben wir hier so einen grünen Balken und hier drüben. Und der dockt automatisch auf der einen Seite an. Und jetzt könnt ihr quasi hier anfangen und könnt hier euren Weidezaun selber zeichnen. Also ihr könnt auch hier mal ein Stückchen vorgehen. Ja, da müssen wir dann wahrscheinlich reinfahren. Das ist die Frage. Irgendwie so schräg vielleicht machen. Und dann hier vor. Und dann könnt ihr hier einfach wirklich eure Weide zeichnen. So groß ihr die haben möchtet. Ich zeichne die jetzt hier tatsächlich mal ein bisschen kleiner. Demonstrationszwecken. Also ja, die ist schon groß. So, am Schluss muss ich an dem grünen Punkt enden und dann werde ich gefragt, möchtest du die Weide für den Kuhstall anpflanzen? Mit ja wird die entsprechend angepflanzt und dann habt ihr zunächst mal ja, relativ kurzes Gras. Also hier ist es schon ein bisschen länger, wie ihr seht. Wir laufen mal schnell da vorne hin zu unserem neuen Kuhstall. Genau, sieht man, ist relativ kurz. Wenn wir jetzt hier in das Tiermenü reingehen, Kuhstall groß, wir gehen in Viehhändler rein. Suchen wir jetzt hier eine Kuh aus, Transport zu Kuhstall groß, der kann 126 fassen, oder der hier, der kann 48 Kühe fassen, so. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, so wie viel Kühe ich möchte. Da die Gebühr. Zack, kaufen. Okay. Dann sind die Kühe einmal hier drin. Und hier im Tiermenü sehen wir die dann auch. Also das ist der Kuhstall und ist der Kuhstall groß. Je mehr Ställe, das ich habe, umso mehr Reiter habe ich hier oben, wo ich entsprechend durchklicken kann. Der Kuhstall groß, der hinter mir steht, da ist jetzt schon Futter von der Weide drin. In dem hier, der jetzt vor mir steht, noch nicht, ja, weil das ist gerade alles abgefressen. Da müssen wir warten bis zum Tageswechsel, dann wächst es nach und dann wird entsprechend was gut geschrieben. So, jetzt würde ich aber sagen, ich baue exakt denselben Stall nochmal. Den hier. Dann bauen wir hier vorne irgendwie so hin. Machen wir wieder Zaun automatisch. Und diesmal machen wir den ein bisschen größer, den Zaun. So. Also ihr könnt auch hier außen so versuchen, ein bisschen in die Bäume reinzubauen, ja. Aber das Land, was euch nicht gehört, wie hier, da geht es nicht. Das ist quasi gesperrter Bereich. So, ich kann jetzt auch nicht irgendwie eine andere Weide mit reinbauen, das geht auch nicht. Muss entsprechend hier auf der freien Fläche bauen.
Oh, jetzt kann ich das einfach, so wie es mir beliebt, zum Schluss endlich wieder an dem grünen Pfosten. Einmal klicken, beide anpflanzen. Fertig. Und haben wir hier einen neuen Kuhstall. Können wir hierfür auch wieder beim Viehhändler entsprechend Tiere holen. Und ihr seht schon, ich habe jetzt bei dem letzten, wo ich gebaut habe, die Weide größer gebaut. Das heißt, hier passen mehr Tiere rein. Da waren es 48 und hier passen es 71 rein. Und wir können jetzt einfach mal kaufen. 71 Stück. Jetzt schauen wir mal. Können wir mal schnell durchzählen. Hier sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sehe ich jetzt hier angezeigt. Vielleicht habe ich irgendwie ein oder zwei. Ach, im Stall sind auch noch welche. 25. Also was wir sagen können, es werden auf alle Fälle nicht alle angezeigt. Aber ich habe hier vorne vorher schon mal in dem Stall durchgezählt. Und hier haben bloß 3 Stück gefehlt im Vergleich zu der Anzahl, die tatsächlich in dem Stall drin ist. Hängt mit Sicherheit auch so ein bisschen von der Größe der Weide ab. Aber es werden auf alle Fälle richtig viele dargestellt. Genau, soweit zu dem Punkt. Und jetzt können wir mal kurz noch mal einen Stall bauen. Ne, nicht Viehhändler, sondern bauen. Und zwar einfach nur für Hühner zum Beispiel. Ich mache das jetzt einfach mal hier auf meinem Acker, aber wir nehmen nicht... Ja, wir nehmen einen Hühnerstall, der auch so einen Zaun hier hat. Bei denen werde ich nämlich nicht gefragt. Bei den Schafen, da werdet ihr entsprechend gefragt. Und dann könnt ihr hier entsprechend auch den Zaun wieder bauen, so groß wie ihr möchtet. Und gerade jetzt macht es halt auch Sinn zu sagen, möchtest du die Weide für den Schafstall anpflanzen? Ja, weil jetzt wird die auch angepflanzt. So, vorher war es ja eh schon Wiese. Eigentlich hätte ich das da gar nicht gebraucht. Hätte ich auch die Originalwiese lassen können. Aber hier brauche ich es entsprechend. So, ein Schweinen. Zack, da könnt ihr natürlich die Weide auch entsprechend zeichnen, wie ihr möchtet. Auch anpflanzen oder anbauen. Für die Pferde. Könnt ihr den Zaun auch machen. So, wir können jetzt auch mal Nein sagen, dann bleibt es einfach so. Und was haben wir noch? Hühner, Bienen, sonstiges. Genau, also es geht für alle Tiere, außer für die Hühner. Und jetzt würde ich sagen, ich lasse mal die Zeit hier noch vorspulen, dass wir uns gleich noch anschauen können, wie das Gras hier einmal wächst. Derweil können wir hier mal drauf schauen, wie die hier fleißig am Fressen sind. Das ist ja einmal der große Kuhstall hier. Ja, die Effektivität der Tiere ist jetzt gerade nicht perfekt. Produktivität ist auf Null. Warum? Ihr seht hier in Prozent angegeben, was bringt denn wie viel Prozent. Und wenn ihr jetzt TMR füttern würdet, dann wären die auf 100%, wäre perfekt. Genauso, wenn ihr Heu oder Silage füttert, wäre auch perfekt. Sobald ihr nur Gras oder nur die Weide habt, habt ihr halt nur 40% abgedeckt. Im Endeffekt braucht ihr eine Effektivität. Ich schätze mal, im 22er waren es 71%, aber mehr wie 70%. Ich schätze, es ist hier genauso. Weil wir das mit der Weide jetzt hier nicht erreichen, ist es einfach so, dass wir deshalb auch keine Produktivität haben. Genau, ich lasse jetzt hier ein bisschen laufen und wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben jetzt gleich Mitternacht. Ihr seht, das Gras ist noch kurz. Hier drüben ist es noch ein bisschen länger. Wir haben hier nichts im Stall drin.
auf der Weide. Und sobald jetzt Mitternacht ist, wächst es. Jetzt ist gewachsen. Und jetzt müsste auch gleich der Balken hier erscheinen, dass die von der Weide fressen können. Genau, 16.000 Liter. Jetzt haben sie auch schon Teil davon weggefressen. Und in dem Kuhstall groß, ja. Da wird es langsam schon weniger, was hier von der Weide noch übrig ist, was die entsprechend fressen können.